dann meistens doch auch was Normales hin, Bastel. Nicht unbedingt gut, aber normal. Aber Aspar scheiße. Normal. Ich spiel grad so einen richtigen Noob-Build, ey, ohne Aktiv-Item. Normal. Nur Passiv-Items, ey. Static, Blutduster, Dinge der Unendlichkeit. Da spielst du Static? Nee, auf. Ich spiel Lucian. Ach so. Kein Blade of the Rune King? Nee. Was? Keine Ahnung, ich mag das nicht mehr so sehr. Ich finde das mega geil im Teamfight, irgend so ein Tank mit 5000 Leben. Schupp, Leben weg! Oder wenn die Stacks sind halt sehr krass, ne? Welche Stacks? Die es gibt. Was, Blade of the Rune King gibt Stacks? Ja, musst du mal durchlesen. Oh man, er kennt eindeutig welche Liga ich bin, ey, das wusste ich doch gar nicht, scheiße. Hast du noch nie die Passiv durchgelesen? Nein. Echt nicht? Ich wusste ja, das. Ja, also ich bin Main ADC und weiß nicht mal, was Rune of the King ist. Ich hab das früher nie, ich hab das gehasst, das Ding, ich wüsste, ich konnte das nicht leiden. Ich hab's dann, irgendwann hab ich's mal benutzt. Ich wusste, dass es, ich weiß, dass es Hume kann. Also, so, Leben entziehen, das ist so Hume, weißt du? Ansonsten, naja. Gut, ich kann Leben entziehen. Danke für die Info. Quatsch, es kann, es hat einen Stack. Ja, man lernt immer dazu, Freunde, ne? Auch Profis lernen mal dazu, wie ich zum Beispiel. Was? Das ist jetzt irgendwie echt peinlich, vor allem, dass ich das gerade aufnehme und du das gesagt hast. Muss es denn jetzt während der Aufnahme sein? Ja, tut mir leid. Wir haben gewonnen übrigens. Alistarte 014. Das erinnert mich so ein bisschen an deine erste Support-Instanz. Die waren noch schlimmer. Da standen da 1,27 oder so. Und du hast dann nur noch 10 Gold gedroppt. Nein. So schlimm war ich. Ich habe noch nie über 20 gebietet. Doch, hast du schon. Meinst 21 du? Kills. 21 Dash mit Keil, ja. Mit Keil, ja, stimmt. Das war aber nur normal. Das war so geil. Frage, hast du Keil schon mal gespielt? Nur. Ja. Die hat ein Schild, die ist OP. Flop, tot, 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 tot. Brand, du hast den Schild aus dem Level 6, die ist trotzdem OP. Ja, das stimmt. Ah, so, so typisch ich, weißt du? Neue Champions! In den 1-on-1 gestartet gegen den Z. ja. 40 Farm, 15. Minute. wer stoppt natürlich? Genau, Keil. Nein, Z natürlich. Ja, ne, Z natürlich, sorry. Übel geil. So typisch ich, ey. Guck mal, du ein Champion, woo! Frank, du cheatest. Der ist trotzdem cool! Außer im Ranked, wenn ich im Ranked mit First Time Champion spiele, dann spiele ich mega safe und viele nicht. Ist mega strange. Naja, gut, ich bin gleich wieder da. Alles klar. Ich hab schon Fehler gemacht. Hier muss nämlich Erde wieder rein. So. Das war auch nicht geplant, aber das 1000, das interessiert mich jetzt gar nicht. So. Sieht echt geil aus, oder was meint ihr? Wenn jetzt die Bäume noch wachsen, ja, der ist schon gewachsen, der ist auch, die hat auch perfekte Größe gekriegt, dass ich unten drunter durchlaufen kann. Vielleicht hier das eine Tor mal wegnehmen, weil das sieht ein bisschen strange aus mit den zwei Toren. Und hier nur eins reinbauen. Da die beiden können bleiben, hier die drei und da wieder zwei. Sieht schön aus. Nur kann man hier auch noch sagen, sieht cool aus. Alter, guck mal, was wir geschafft haben mit alles. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Was wir alles geschafft haben? Echt krass, wir haben das hier alles komplett. Ich bin auch gerade voll im Baumodus irgendwie, ich weiß auch nicht. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Gucken wir mal weiter, wie es weitergeht jetzt hier. Jetzt sind wir ja einmal... Wow, Alter, ich freue mich gerade voll, dass ich so viel schaffe hier. Vor allem ist heute der erste Tag, wo ich mal richtig Bock habe wieder auf Minecraft. Also, nicht so nach dem Motto, ja, okay, ich spiele Minecraft, kein Problem. Heute habe ich gerade so... Ich habe gerade so richtig Bock. League of Legends habe ich momentan die letzten paar Tage gar nicht mehr gespielt, weil... Ja, ich sag nur heute, ich bin seit zwei Tagen mal wieder online gewesen in League of Legends. Dachte mir, okay, jetzt fühlt sich mal wieder bereit.
zwei Spiele gemacht, zweimal einen Smurf vom Gegnerteam gehabt, Diamant. Ja. Natürlich Ranked. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dass ich danach das Spiel gleich wieder ausgemacht habe. War nicht so cool. Obwohl ich gar nicht so schlecht gespielt habe, vielleicht mache ich heute Abend nochmal eine Runde. Was hast du, Dunkel? So. Gehen wir mal kurz schlafen und dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier vordringen weiter. Bis ich die Mauer baue. So. Ich finde es auch geil, dass die einzelnen Abschnitte alle so abgetrennt sind. Das macht irgendwie den Charme von der Gegend hier aus, dass alles zusammenhängend ist, aber alles auch abgetrennt. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil sollte mal wirklich irgendwie ein Creeper kommen oder so, dann kannst du dich sofort, guck mal, der Creeper kommt dann hier so, bis zum nächsten abgetrennten Bereich. Jetzt hast du hier auch einen, gehst du im nächsten abgetrennten Bereich. Hast du da auch einen, hast du langsam Pech gehabt. Aber kann passieren. So. So weit noch? Wie weit kann ich gehen? Wie weit nur? Ich weiß es nicht. Ich dachte, da richte ich mich mal nach den Dingern, die ich hier gemacht habe. Nehme ich jetzt einfach mal das. Als Anhaltspunkt. Ah, okay. Bisher darf ich ja noch dabei. Da hinten ist auch der Berg dann. Genau. Okay, das ist ein großes Terrain. Aber das hier gehört nicht mehr dazu. Das kann dann hier komplett abgebaut werden. Ist ja auch kaputt gegangen, naja, auch nicht schlimm. So. Habe ich noch Stein dabei? Ja, habe ich. Dann kann ich zumindest hier so absichern, dass hier nichts raus durchkommt. Und hier kann ich eventuell so machen. Und dann sichern wir uns den Bereich erstmal ab. Huch! Boah, was war das denn für Lack jetzt? So. Was sagst du? Hier ist abgetrennt komplett. Naja, es kommt langsam alles wieder gut. Und hier sind's. Ah, das kommen die Schafe her, okay. Hab ich noch ein bisschen? Ne, hab ich nicht. Aber egal. So, dann machen wir erstmal jetzt den. Da mache ich mir hier eine Baumplantage hin. Gute Idee. Und dann haben wir hier auch die Bäume drin. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr raus. Ist ja perfekt. Was haben wir denn mehr? Übrigens, was ich vorhin sagen wollte, der MC Dragon, der war ja mit mir Kochausbildung
Und der hat jetzt halt aufgehört mit Koch und macht jetzt erstmal Gymnasium weiter und möchte dann später umlernen. Weiß nicht. Ich führe ja meinen Koch fort, habe jetzt meinen festen Arbeitsplatz in Österreich. Er macht halt Gymnasium weiter und, boah, weiß nicht. Hat beides einen gewissen Reiz für mich, aber Koch hat für mich halt einen größeren Reiz, deswegen mache ich Koch weiter. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr, wenn ihr den Beruf, den ihr macht, den ihr liebt, habt, würdet ihr euch dann fürs Gymnasium entscheiden, wenn ihr die Möglichkeit hättet, oder würdet ihr trotzdem den Beruf, den ihr habt, behalten? Ich weiß nicht, das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Das ist, glaube ich, dann so von dem Stand her, hat man Bock auf Arbeiten oder nicht? Das ist, glaube ich, also wirklich die Frage. Ist ja nicht verkehrt, manche haben einfach mit 20 noch keinen Bock auf Arbeiten oder viel Arbeiten oder... Muss halt jeder sehen, wie er möchte. Ich hab kein Problem damit. So. Die Bäume müssen wir natürlich wieder ausbuddeln, aber... So. Tag ist fast zu Ende. Ja, schön besser, ja. Aber was bringt mir Italienisch? Was bringt mir Italienisch? Muss ich lernen, was bringt mir dann schon Italienisch? Kannst du eine Zweitsprache machen? Nee. Ja. Geht nur Französisch oder Latein. Und dann ist Italienisch als Drittsprache machen. Ich hab Mia Kartons! Mia Kartons! Mio Kartons! Mio Butterer! Ja, ich will trotzdem, dass es was wird am Mittag. Ich find's grad voll lustig, was ich so durchs Mikrofon höre. Ja. Jojo. Gute Nacht. Das ist grad irgendwie funny. Wieso? Ja, ich habe euch gerade so zugehört so. Echt? Und so ein Schnullifax. Nimmst du noch auf oder was? Ja, ja, klar. Nice. Nice. Auch nicht schlecht. Nice. So, ich weiß, wir haben nur 8 Diamanten, aber ich würde diese 8 Diamanten jetzt einfach mal dazu nutzen, dass wir uns eine Axt und eine Schaufel machen. Ich hatte nämlich überlegt, bei Netto ein Praktikum zu machen. Wie packe ich richtig Kartons aus? Ach so. Das ist bestimmt interessant. Ich glaube nicht. Tim. Ich wollte es nicht sagen, aber ja, Tim. Eigentlich nur Tim, Alter. Was soll das, ey? Keine Ahnung. Jeder hat zu seinen... Favorite Tim. Charakter. Jeder hat so sein Tim. Oh Mann. In jedem steckt ein... Ah. Was? Nichts. Du musst nicht alle meine Bedürfnisse hören. Tim. Tim. Udo? Ich habe gerade überlegt, dass Teenage ich... Ich habe jetzt gedacht, dass ich noch ein drittes schaffe. Also wenn ich jetzt noch ein drittes schaffe in dem Gehege gewesen wäre, ich jetzt leicht an mir gezweifelt. Hab gerade so überlegt, dass wenn ich mich jetzt komplett entzäune und mit da noch Bäume so eine Baumplantage reinmache, da muss ich ja nie wieder noch drauf gehen. Das ist echt ganz geil. Hier ist noch ein Schaf. Hey, Schaf, hallo Schaf. Na, Schaf, wie geht's dir? Ja, mäh, so geht's mir auch meistens. Das war unhöflich. Hab sogar das Schaf gesagt. Mäh. Nee, das war so, nicht wenn gut. Wenn ich das gewinn... Das ist egal. Ja. Das ist so geil, also, wenn ich das jetzt gebe, was? So vollkommen rausgebracht dadurch. Ja.
Du solltest als Pferdeimitator anfangen. Was? Ich wollte gerade meine Axt in das Gesicht dieses Schafs rammen. Ich weiß nicht warum. Dachtest du, ich wäre das? Das könnte ein logischer Grund sein. Könnte die logische Schlussfolgerung auch sein. Jawohl. Oh Mann, ey, ich kann keinen Jungle gehen. Ganz Six ist genommen worden. Boah, Nani und Vayne als... Boah. Du mit deinem Jungle, ey. Mit deinem Cat Six. Ja, Cat Six hat Carry-Potenzial, mein Freund. Ich nenne sowas Biggest Loot Champ ever. Nee, ja, Yana Jungle, das ist OP. Ja, oder Soraka. Das ist die neue Meta. Soraka gibt ja sogar noch irgendwie Sinn seit dem neuen Patch. Nee, mit dem Verstummen auf die Minions. Ach, na, kein Scheiß, Alter. Das ist das Dümmste, was es gibt. Ich glaube, ich muss nachher was ausprobieren. Was? Aber im Ranked, bitte. Wenn du mit mir rankst? Nö, ganz vergessen. Da kneift dann nämlich, da hat er Schiss um seine LP. Na klar. Könnte sein, dass ich jetzt gleich hier in Silber 2 gedroppt werde. Außer natürlich, jemand wählt nicht sein Champion. Ah, really, ja, top. Okay, nice. Für euch oder für den Gegner? Bei uns. Ja, wieder so ein krasses OP-Team, ey. Iona, Katzix, Orienna, Irelia. Nee, finde ich gar nicht OP. Ach, die Leona-Ulti, dann die Ori-Ulti. Dann klatscht, dann springt da Irelia rein mit ihrem Masse-Stunts und Fuck-Tabord und ja. Bin ich am besten gegen Vayne, Lucian, oder? Ich würd einen Champion nehmen, der Massendamage macht. Passt gut in das Team rein. Vor allen Dingen bei dem Stun von Leona und von Orianna kannst du eigentlich gut mit Jinx-Ulti reincountern. Oder Israel. Oder Israel-Ulti, genau. So, Alter, stell dir mal diese OP-Nis vor, da fliegt die Leona-Ulti, dann die Orianna-Ulti, dann die S-Ulti, dann kommt Katzix reingejumpt mit einem Hydra. Ja. Nee, Jinx ist glaube ich besser. Jinx und Leona ist echt ein krasses Team. Stun, Falle hauen, Stun, noch ein Stun, noch ein Ulti-Stun und dann ist man eigentlich schon tot. Wenn du den dritten... Stun, tot. Vergiss den Slow nicht. Ah ja, genau. Ja, stimmt. Stun, Slow, Stun, tot. Und dann kommt der Slow wieder. Für die Leute, die immer noch nicht genug haben. Huh? Yo! Kobe, Vayne countert mich, oder? Vayne? Jinx? Ne, die countern sich nicht gegenseitig. Das ist ein Wurf-Matchup, ja. Na, weil beide haben ein schwaches Early. Jinx hat natürlich, obwohl, ich würde nicht mal sagen, dass... Ich glaube sogar, dass Jinx besser ist, weil beide sind im Late Game mega OP. Ja. Und Jinx hat dann am Anfang den, wenn du... Ich fang mit der Q immer an. Hat ja den extremen Speed-Up. Was die... Die baut ja Attack-Speed auf mit ihrer Q. Okay. Ja, stimmt. Dadurch ist er eigentlich... You can burst her easily with your support when she's level 6. It's better to play safe when she... Wenn she follow you, try to E and V to slow her. Womit fängst du an? Mit der W oder was? Ne, mit der Q. Ist das der Slow oder ist das die Rakete? Ich hab früher mit dem Slow angefangen, also mit der W. Ah. Aber mittlerweile nehme ich den Q für den Attack Speed und falls du wirklich mal zwei Minions am Anfang kriegen musst, kannst du schnell auf die Rocket switchen. Ist fürs Farmen am Anfang einfach besser, finde ich. Weil du hast ja meistens wenig Attack Speed und da kriegst du einfach besser die Creeps. Ja, das stimmt. Ja, ich spiele ja eh immer mit Attack Speed Runen. Ja, es ist so. Aber es ist so dieses Low Elo gecheatet, damit sie ihre Creeps kriegen. Wenn du dann irgendwann mal so wirklich. Doch, ist wirklich so. Weil. Also den Stream, ich mir immer angucke, der ist Main ADC, der spielt auch meistens mit Attack Speed Runen. Die meisten ADCs, die ich im High-Elo zusehe, die gehen auf Damage-Weise und auf Rüstung, weil sie genau wissen, wann sie schießen müssen. Also ich finde, Attack-Speed fühlt sich besser an. Ja klar, fühlt sich besser an, weil du es noch nicht richtig kannst, zu meiner Meinung nach. Ich denke mal, wenn du irgendwann so richtig erfahren bist... Würde ich nicht mal sagen. Also ich glaube, das kommt je nachdem, auch was du für ein Matchup hast.